am Dienstagabend. Der Vlog für den Dienstag schneidet gerade noch, beziehungsweise rendert. Ich stehe unten im Stall. Ich habe ja vorhin einen Teil von dem Video, was jetzt am Dienstag am Ende ist, mit aufgenommen. Das ist jetzt quasi hier am Anfang. Ich sage an dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen. Und ja, wir haben einen kleinen Erfolg. Ich bin jetzt, das ist mittlerweile, das wird auf Zähne zugehen, noch mal im Stall gewesen. Hab dem Schmudi jetzt noch mal was zu fressen gegeben. Noch mal ein wenig Apfel, eine ganze Birne hat er gefressen, ein wenig Kiwi hat er gefressen und Salat hat er gefressen. Also er hat Hunger. Und ich bin runtergekommen, er hat Kot abgesetzt. Ich habe den schon ein bisschen durchwühlt gehabt, weil ich gucken wollte, was drinnen ist. Also nicht wundern, dass die Ködel jetzt gar nicht mehr ausschauen wie Ködel. Das da ist es. Ja, stinken wird es wie Sau. Also man sieht da ein bisschen Getreidekanne. Ja, ich muss definitiv schroten. Also Getreide, wenn ich ihn gebe, muss ich schroten. Das kommt quasi unverdaut wieder hinten raus. Das ist ja, Ballaststoffe, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Der erste Haufen war noch relativ fest, relativ hart. Das ist das hier, das merkt man schon von der Konsistenz, also es ist ja, in der Scheiße stochern. Da mögen jetzt Leute sagen, wie kann man das machen, aber ich will ja überprüfen, was er hat oder was er hat haben könnte, was war drinnen gesteckt. Ich will ja wissen, um was es geht, deswegen mache ich das. Das hat nichts mit Ipui Bäh zu tun, ich kann danach Hände waschen und alles ist wieder gut. Ich wühle auch nicht direkt mit den Fingern in der Scheiße und selbst wenn ich das machen würde, ne, es gibt Handwaschpasta, es gibt Safen und man kann sich wieder waschen. So, bloß gleich vorweg, bevor jetzt da wieder eine schreit, ist das ekelhaft, läuft vielleicht gleich Speier davor, aber das ist mir egal. Ich will euch auf dem Laufenden halten, das habe ich gesagt. Ja, und ich habe das jetzt kontrolliert. Was ich gefunden habe, das sind Steinsplitter. Das sind Trümmchen von Steine dabei. Ich habe gelesen, dass Schweine Steine aufnehmen zur Verdauung, dass das wohl besser sein soll. Ich meine, das gibt es bei anderen Tieren ja auch, dass die ab und an mal ein wenig an Steinen mitfressen, dass die Verdauung leichter läuft. Kann sein, dass es gemacht hat. Allerdings die Stücke, die ich gefunden habe, die waren natürlich nicht so toll. Das war ein ganz feines, dünnes, scharfes Stück Dachziegel. Also sowas ist ja natürlich nicht so toll. Und es sind natürlich auch ein paar harte Stückchen dabei. Ja, die Dachziegeln, die liegen halt draußen im Gehege drin. Da war unten der Weger mal mit Dachziegel aufgeschüttet. Ja, kann natürlich sein, dass er da was mit aufgenommen hat. Ich habe da vorne nochmal, finde ich es nicht mehr, ein Stück gehabt. Also hier vorne, das da ist weicher. Das hat er gerade eben abgesetzt, einen schönen Haufen. Ja, und auf alle Fälle auch noch andere Steinchen dabei, die eher ausgeschaut haben wie Splitter oder sonst da oder halt, was er da draußen findet tut im Endeffekt. Er hat auf alle Fälle Kot abgesetzt, das ist schon mal gut. Der Kot ist auch nicht mehr knüppelhart, so wie der letzte, den er abgesetzt hat, sondern er wird weicher. Der Haufen, den er abgesetzt hat, ist auch schon mal gut für das, dass er jetzt ein paar Tage nicht wirklich was gefressen hat. Ja, getrunken hat er immer noch nicht weiter, muss ich dazu sagen. Habe ich kontrolliert. Er hat vorhin die Schüssel leider umgeschüttet gehabt, wo ich den Apfelsaft rein habe. Ja, ich habe ihn jetzt noch einmal mit der Spritze hier. Also, wie gesagt, 5 ml Spritze. Da hat er mit einigen Spritzen eingefügt. Klar, alles schluckt er nicht, aber ein Großteil davon schluckt er, ein bisschen was tropft vorne wieder raus. Ist logisch, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dass er zumindest Flüssigkeit abkriegt. Er hat jetzt insgesamt, na ich schätze mal, ja, 3/4 Liter bis 1 Liter Flüssigkeit aufgenommen. Ist natürlich nicht die Welt. Dafür muss man sagen, zwei saftige Birnen, die wirklich viel Flüssigkeit drin hatten. Apfel mit einem Haufen Flüssigkeit, die Kiwi, die war auch schon ziemlich weich und ja, man hat den Geruch quasi, es war richtig süßlich, wie man halt der Kiwi kennt, die richtig reif ist. Also waren alles saftige Sachen. Ja, jetzt heißt es halt einmal abwarten und gucken. Jetzt aktuell steht er da drin und sucht am Boden noch rum, ob er was Gutes findet. Da ist er. Er tritt immer von einem Bein aufs andere.
Weiß nicht, vielleicht regt es die Verdauung an, vielleicht merkt er auch, dass es jetzt besser wird. Kann natürlich jetzt auch sein, dass das Öl und der Apfelsaft und das jetzt dann wirken und dass es jetzt dünn kommt und deswegen, dass er dann doch so ein bisschen unruhig wird, weil quasi jetzt, ja, du kannst ihn nicht wirklich nachlegen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, also ich schau mal, wie es morgen ist. Ich wollte es jetzt gerade nochmal zusammenlassen, beziehungsweise er wollte jetzt nochmal rüber, weil ich ihn hier aufgemacht habe, dass er mal im Gang ein bisschen laufen konnte und da auch mal raus konnte an die frische Luft. Weil ich meine, er sitzt jetzt seit Freitag hier im Stall. Ja, hab ihn wieder ein bisschen laufen lassen. Dann hat er gebettelt, dass er dann hinter wollte wieder hinten rein. Naja, da war er wieder drin, hat sich dann gestellt dem anderen quasi. Der vorne am Besteigen und vorne am Besteigen, deswegen habe ich ihn dann wieder raus. Erstens einmal, jetzt geht es in die Nacht rein, ich kann sie nicht beobachten. Und zweitens einmal, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich gut ist, wenn ich ihn jetzt schon drin lasse. Ich beobachte ihn lieber noch, das habe ich ja schon mal gesagt. Besser ist es. Jetzt noch einmal ein wenig gucken, wie der Kot im Laufe des Tages ist. So kann ich, wie gesagt, auch gut kontrollieren. Hat er was getrunken, hat er nichts getrunken? Das sehe ich ja sonst leider auch nicht. Ja, jetzt sieht man schon, er bettelt jetzt quasi, er möchte jetzt da hinten aus. Auf jeden Fall, er läuft mehr rum und er läuft ein bisschen agiler rum. Und das Nest hat er sich jetzt auch wieder aufgewühlt. Das sieht schon. Der gräbt und ist fleißig drüber. Also es ist auf alle Fälle deutlich besser wie vorher. Ja, müssen wir halt mal gucken. Also ich hoffe, es geht aufwärts. Es schaut meiner Meinung nach auf jeden Fall besser aus. Wie ich runtergekommen bin, war er wieder drinnen gesessen, müde. Hat auch ziemlich müde reingeguckt. Naja gut, die Zeit, wo ich komme, ne? Der wird sich gedacht haben, du bist doch ein Depp, was kommst du um die Zeit noch, ne? Ich will schlafen. Den Kot lasse ich einmal auf der Schaufel drauf. Jetzt erst einmal abwarten, wie es dann morgen ist. Aber wenn es morgen nochmal absetzt, ne, dass ich vielleicht doch nochmal zum Tierarzt muss oder was, dann habe ich vorsichtshalber noch die Kotprobe, dass er selber mal durchgucken kann. Vielleicht kann er da dran auch noch was feststellen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste man eigentlich hermetisch abriegeln, das Zeug, aber ich lasse es erst einmal drauf, kann ich immer noch dann wegtun. Bloß so sehe ich dann auf jeden Fall den Verlauf, wie es wird. Ja, scheiße Doktor quasi, aber ist halt so. Gut, ja, das wollte ich euch jetzt dann einfach noch gesagt haben, wollte ich euch einfach noch gezeigt haben, dass jetzt hier wieder ein bisschen Veränderung gibt. Und wie es weitergeht, ja, werden wir morgen sehen. Also morgen früh, wenn ich hier runterkomme und sie rauslasse oder den Ferkel zumindest rauslasse, da muss ich halt mal gucken, wie es ihm geht. Ja, wird man sehen. Wenn es gut ist, ist gut. Wenn nicht, dann schauen wir mal. Also ich denke morgen Abend, wenn morgen deutlich Besserung da ist und es geht nicht wirklich deutlich besser, dann werde ich sie wieder zusammenlassen. Ich werde es versuchen. Allerdings halt dann direkt, wenn ich heimkomme, dass die ein bisschen Zeit haben, sich zu akklimatisieren. Ich lasse dann auch ganz raus. Ja, muss ich mal sehen. Auf jeden Fall jetzt noch mal in Beobachtung halten. Und wenn es besser wird, ist alles gut. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, habe ich zumindest den Kot, den er jetzt abgesetzt hat, für den Tierarzt, den kann ich dir noch zeigen. Weil ich habe eigentlich Kot aufgehoben gehabt, den er am Samstag oder Sonntag abgesetzt hat, wollte ich ihn eigentlich zeigen. Ja, ging nicht, war mittlerweile verschlaft. Ich habe den drüben im Gang noch gelegt, das war keine gute Idee. Dann hat nämlich der andere vom Fensterbrett runtergeräumt. Inklusive Besen und allem, was dort lag. Naja, gut. Jetzt lassen wir es ja mal, dass die Feierabend machen können. Ich sag, jetzt steht er halt ein bisschen unruhig da. Ich glaube, es schippt jetzt. Was vorher gebläht hat und was vorher so dick war, das ist jetzt wahrscheinlich. Jetzt wird es anfangen, dass es durchrammt.
Ja, wie gesagt, der tritt immer ein wenig auf und ab. Schwänzler zittert, der hebt nahe immer wieder ein wenig an. Ja. Schweine sind den Menschen erstaunlich ähnlich, ich sag's immer wieder. Tja, Schweine sind auch ein Allesfresser im Endeffekt. Die können alles fressen, das heißt nicht, dass sie alles verwerten können, aber die können alles fressen. Ja, und die sind halt den Menschen in der Hinsicht ziemlich ähnlich. Verstopfung, können sie in den gescheit Dreckert gehen. Und Durchfall, wenn sie unruhig, ich meine, jeder konnte wahrscheinlich ein Lied davor singen und es kann durchaus sein, dass er jetzt dann einen Durchfall kriegt. Wundert es mich nicht, aber gut, dann weiß ich auf alle Fälle, wenn er einen Durchfall hat. Es ist zwar nicht ganz so toll, aber der Darm ist wieder frei. Weil Schweine können einen Darmverschluss ja auch kriegen. Also ich denke mal, die Gefahr ist mittlerweile weg. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht, wird man sehen. Gut. Jetzt mache ich unten Feierabend, dass wir Ruhe haben und dann sehen wir weiter. Ja Leute, an dieser Stelle möchte ich jetzt auf alle Fälle mal ein großes Dankeschön rauslassen an alle, die dem Schmuddi Genesungsglückwünsche gewünscht haben. Ja, vielen, vielen Dank an alle da. Leider, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, schön war's, aber er hat es nicht geschafft. Er ist heute Morgen um 10 verstorben. Alleine. Leider. Also was heißt alleine? Ich war daheim, aber ohne Tierarzt. Ja. Er hat es nicht geschafft. Vermutlich durch die Verstopfung, die er definitiv hatte, hat es einen Rückstau gegeben von ja, Giftstoffen im Körper, die haben sich ausgebreitet, haben zu Nierenversagen geführt und das Nierenversagen hat mir quasi einen Rest gegeben. Also er hat sich innerlich selbst vergiftet. So blöd wie es klingt. Siehst du von außen nicht. Das kriegst du so von außen nicht zur Sicht. Da hättest du wirklich dann narkotisieren müssen, röntgen müssen, Ultraschall machen müssen und. Unheimlicher Stress fürs Tier. Mit geringen Chancen, dass er das einfach so übersteht. Wenn er schon so geschwächt ist. Ja. Fangen wir mal von vorne an. Am Montag war der Tierarzt da. Hat nicht gespritzt gehabt. Abends habe ich ja dann noch gefilmt. Sah es ja schon deutlich besser aus. Er hat ja gut gefressen. Dachte mir noch, jetzt geht's aufwärts. Am Dienstag dann, ich war unten, habe mir was angeboten, er hat gleich früh was gefressen. Alles prima, alles schön, alles gut. Haben wir noch gedacht, alles gut. Ja, ich bin dann am Dienstag auf die Arbeit und so auf Mittag rum wird es gewesen sein, hat meine Mutter dann nochmal geschrieben, also sie wurde unten. Fressen wollte er nicht, er hat ein bisschen drauf rumgekatscht, wollte aber schon wieder nicht fressen, getrunken hat er nichts. Ich habe mir ja am Montag und Dienstag früh ein bisschen Wasser mit der Spritze eingefügt. Also mit dieser 10 Milliliter Spritze. Also insgesamt über die 2 Tage hinweg, über den Montag und Dienstag wird es 1,5 Liter gewesen sein, wo ich reingebracht habe. Mir ging nicht. Also da hättest du wirklich Gewalt anwenden müssen, dass er mehr nimmt. Ging nicht. Ich habe aber dann gedacht, naja, nachdem er Äpfel gefressen hat und nachdem er Weintrauben gehabt hat und nachdem er unter anderem auch Aprikosen und Pfirsich, die ich nach vorher in Stein gehabt habe, gegeben habe und Kiwi. Dann dachte ich, naja, ist auch Flüssigkeit drin. War schon lange. Ich habe am Dienstag, wie ich dann heimgekommen bin, abends im Stall geschaut.
also gestern Abend. Ja, er war recht wackelig auf die Bar. Ich habe es darauf zurückgeführt, weil er halt wenig getrunken hat. Ich habe dann auch gestern Abend wieder Flüssigkeit zugefügt. Habe dann wieder animiert zu fressen. Er hat dann tatsächlich auch was gefressen. Dann dachte ich noch, naja, es wird. Er hat dann aber auch uriniert. Und der Urin, der war so richtig... Also es war das erste Mal, dass er wieder uriniert hat, seit Freitag. Der Urin war richtig dunkel, kam bloß in ganz kleine Tröpfchen raus. Sehr langsam. Dann habe ich meinen Tierarzt angerufen, weil ich gedacht habe, naja, das gefällt mir nicht so ganz. Was Viertel Sechser gewesen sah. Meinen Tierarzt angerufen, habe dann das geschildert, hat er gesagt, also er schickt morgen einmal seine Assistentin vorbei, er ist nicht da. Der hat zu früh selber die Termine, Privattermine zu erledigen. Er kann früh nicht, er hätte dann erst Nachmittag Zeit. Er schickt früh seine Assistentin vorbei. Da habe ich gesagt, okay, ist gut. Ich habe dann Flüssigkeit zugefügt. Und er hat dann gesagt, naja, müssen wir spritzen. Wahrscheinlich ist es dann von den Nieren her, dass da jetzt dann was ist. Naja, dann habe ich, wie gesagt, noch ein Flüssigkeit zugefügt. Ich war dann gestern Abend da, also bis 11:30 war unten im Stall. Ist recht spät geworden. War immer wieder drunten. Ich konnte selber eh nicht schlafen. Da habe ich gedacht, dann gehst du runter. Sah eigentlich bis um die Zeit noch recht gut aus. Naja, dann bin ich doch irgendwann einmal ins Bett. Und heute früh, wie ich runtergekommen bin, da habe ich noch gehofft. Also, man ist ja jeden Tag runtergegangen mit dem Gefühl und habe gehofft, naja, jetzt steht er wieder drin, grunzt dann wieder an und hat wieder Appetit. Ich bin heute früh runtergekommen, aber es war leider nicht der Fall. Er lag auf der Seite, alle Viere von sich gestreckt. Man hat es noch angesehen, dass es nicht gut ist, so wie es ausschaut. Und ja, ich habe dann zu früh gleich den Tierarzt angerufen. Habe natürlich ihn nicht erreicht, sondern nur seine Assistentin. Ja, kommt vorbei. Ich habe gleich gesagt, also wenn es kommt, einschläfern. Es hilft nichts. Und sie möge mich bitte anrufen, sobald sie rausfährt, sobald sie losfährt. Dann bin ich vor der Arbeit direkt da, weil ich gesagt habe, ich komme ja nicht hinstellen und kann warten, bis er kommt. Ich muss ja trotzdem erst einmal auf die Arbeit und muss auf der Arbeit da Bescheid geben, dass ich dann nochmal weg muss. Ich kann ja nicht einfach sagen, ist mir doch wurscht, ich gehe jetzt nicht auf die Arbeit, sondern ich bin ja berufstätig auch noch. Alles ausgemacht gewesen, bin dann auf die Arbeit gefahren, habe dort gleich Bescheid gesagt, also ich muss später dann nochmal weg. Überhaupt kein Problem. An dieser Stelle ein richtig, richtig großes, fettes Dankeschön an meine Arbeitskollegen und auch an die Chefetage, dass das bei uns so möglich ist, dass das respektiert wird. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und es ist in der heutigen Zeit absolut nicht mehr drinnen, dass du wirklich die Möglichkeit hast, dann weg zu können. Oft einmal wird es ja dann so gesehen, du bist für die Arbeit da und sonst für nichts anderes. Und da muss ich wirklich sagen, ein richtig großes Dankeschön an alle, die die Unterstützung da geleistet haben. Ja, ich bin dann heim. Und ja. Oder was heißt, ich bin dann heim. Wir haben gearbeitet gehabt, so bis um 9:30 rum. 9:30 wird es gewesen sein. Und dann hat mein Kollege eben gesagt, jetzt fährst du mal heim. Die hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich war wie auf Kohlen gestanden, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, wenn du sagst, muss eingeschläfert werden. Er hat mich dann heimgeschickt und gesagt, also jetzt fährst du mal heim. Schaust du mal noch, wie es noch geht. Vielleicht ist er ja schon eingeschlafen. Guckst du mal an. Schau, dass du den Tierarzt irgendwie da reichst, dass die herkommen, weil so geht es ja auch nicht, dass die quasi wissen, die sollen zum Einschläfern kommen und dann kommt aber kein Schwein und dann melden die sich nicht. Ja, ich bin dann heim. Der lag leider immer noch so unten drin. Hat schon ja, in die Richtung Schnappatmung gekriegt. Ich habe dann geschaut, dass er halt nicht so weit an der Wand dran liegt, dass er frei atmen konnte und
ich meine, du bist selber hilflos in dem Moment, was willst du machen? Ich habe dann in der Praxis angerufen, keinen erreicht. Ich habe es dann auf die Handynummer probiert, da habe ich leider keinen erreicht, also die Mobilnummer, die im Auto drin ist, leider keinen erreicht. Und ja, ich bin dann nochmal rauf, dann habe ich einen Schluck getrunken, dann habe ich meinen Kollegen angerufen, habe mir das geschildert und habe halt gesagt, dass es also auf jeden Fall noch einen kleinen Moment dauern wird. Ja, ich habe dann noch ein paar Mal probiert, dann habe ich endlich in der Praxis jemanden erreicht. Leider nur die Sprechstundenhilfe, die konnten wir über die Nummer von der Assistentin quasi geben, von der Assistenzärztin. Dann habe ich gedacht, okay, probiere ich es über die Assistenzärztin jetzt dann mit der Nummer, weil die hat ja eigentlich gesagt, die kommt zu mir. Ab und mal angerufen, Mailbox, Mailbox, Mailbox. Schon am Verzweifeln gewesen, auf so kurz noch 10 habe ich dann wieder nur in den Stall. Ja, und dann war er mittlerweile von Allah eingeschlafen. Tja, ich habe dann wieder probiert, bei der Tierärztin anzurufen und die ist dann endlich am Monat gegangen. Dann habe ich natürlich, naja, ich muss jetzt nichts mehr sagen. Tja. Schmutti war jetzt seit 3. Oktober 2018, müsste es gewesen sein, bei mir. Es sind auch nicht Vierteljahr, kann man so sagen, die er hier bei mir gelebt hat. Ich denke, er hat ein recht gutes Leben gehabt. Geboren ist er am 1. Juli 2018, also auch relativ lange Zeit, dass er wirklich gelebt hat. Ich meine, der hätte welche mir, wie gesagt, noch länger leben können. Es war eigentlich ja immer geplant, der soll so lange da bleiben, bis ich einmal ein passender Sau unten für mein Ferkel gefunden habe. Naja. Es tut unheimlich weh. Ich habe zwar eigentlich einmal gesagt, dann die Nutztiere sind Nutztiere und der ist gedacht, dass er einmal geschlacht wird. Man baut doch keine so große Beziehung mehr auf. Aber es betrifft dann doch wieder sehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es tut unheimlich weh, wenn ein Tier dann so im Endeffekt sterben muss, wie es gestorben ist. Also das Bild werde ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen. Und ich ärgere mich da unheimlich über diese Ärztin, dass die nicht gleich zu früh gekommen ist, wie ich gesagt habe, es ist dringend, sondern wirklich bis 10 Uhr gewartet hat und dann, naja, dann braucht sie jetzt nicht mehr hierher fahren. Wo ich mir dann nur gedacht habe, alles klar. Ja, so hat es jedenfalls sich nicht verdient. Das war nicht geplant. Traurig. Ja. Können wir jetzt nichts mehr machen. Ist jetzt passiert. Ich habe vorhin dann um 5 Uhr rum noch einmal in der Praxis angerufen, weil Nachmittag hat dann mein Tierarzt eine Schicht gehabt, also da hat er seine Praxisstunde gemacht. Da war er in der Praxis drin. Ich habe dann auch gesagt, also der ist gestorben und ja, die Anne, die war quasi nicht da, die ist nicht gekommen. Zumindest nicht um die Zeit, wo sie sollte. Ich habe mit der ja ausgemacht, die soll mich anrufen, wenn sie kommt. Dann komme ich schnell vor der Arbeit heim. Also wie gesagt, da an meine Kollegen und dann alle anderen nochmal vielen, vielen Dank, dass das so gut geklappt hat. Naja, ich habe den dann jedenfalls gefragt, einmal, ob er eventuell in der Nähe weiß, wer eine passende Sau für mich vielleicht hat. Also er hört sich da mal um. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie es da jetzt eigentlich ausschaut, ob ich eine eventuell beerdigen dürfte oder wie ich vorgehen muss. Also bei Hunden, Katzen und so haben wir es immer so machen können. Beerdigen, kein Problem. Aber bei einem Nutztier, wie am Pferd oder der Esel hinten, Rinder oder Schweine, die müssen leider der Tierkörperbeseitigungsanlage zugeführt werden. Das sind leider die Gesetze im deutschen Lande.
Ich meine, gut, die haben natürliche Berechtigung wegen Seuchen oder dergleichen, was es haben könnte. Er hat keine Seuche gehabt, aber es ist halt nun mal einfach Vorschrift und ich brauche leider Gottes diesen Nachweis von der Tierkörperbeseitigung, dass ich das Schwein dort abgegeben habe. Das Schwein hat eine Ohrmarke drin, das ist registriert mit dieser Marke und ohne Beleg kann ich da vom Veterinäramt ganz gewaltig ans Bein gepisst kriegen, ist klar. Die, wenn er mal kommen, oder wenn wir da mal einen Besuch bei uns machen und fragen dann, wo ist denn das Schwein geblieben, dann musst du nachweisen, ist es geschlachtet worden, wo ist es hingekommen, was ist damit passiert, und dann kann ich schlecht sagen, na, graben wir da einen Meter tief, da findest du es dann. Es ist leider so, also das ist das weitere Vorgehen. Ich muss jetzt die Tierkörperbeseitigung morgen mal anrufen. Wir hatten früher mal eine Nummer bei denen. Da war es aber noch die alte Beseitigung in Leuchert. Jetzt ist sie bei Bamberg unten. Und muss da dann einen Abholtermin ausmachen. Und dann ja, müssen die kommen. Und müssen da abholen und abtransportieren. Ist schade. Ist eigentlich nicht so, wie ich das gerne hätte, aber das kann man leider nicht ändern, das ist einfach so. Ja, und dann nimmt das gar seinen Lauf. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt dann diese Woche noch einen Termin für mich haben. Die holen immer von Montag bis Freitag, also oder haben Bürozeiten von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr, und die holen auch nur von Montag bis Freitag, nicht am Wochenende. Von daher muss ich wirklich gucken. Ich hoffe, dass das alles klappt. Schauen wir mal. Jetzt im Moment liegt er noch unten im Stall. Ich habe ihn in seinem Stroh liegen lassen, wo er vorher halt lag, wo er sich sein Nest gebaut hat. Es ist einfach der beste Platz. Da ist es nicht sehr warm, da ist es nicht eiskalt, dass ich sage, also es ist nicht draußen, es ist wettergeschützt, es ist vor Geziefer geschützt. Mehr kann ich jetzt dann im Endeffekt nicht machen. Tja. Wie ich immer sage, eigentlich sagt man, man lässt das so an sich nachkommen. Und eigentlich habe ich ja auch gesagt, also der ist der abgedroschen gesagt, der kommt dann mal rein, die wascht. So war der Plan, aber es lässt dann halt dann so nicht kalt. So plötzlich, so unerwartet. Man denkt immer, man hat den Überblick drüber, man weiß, wie es jetzt vor sich geht. Ich habe mir gedacht, naja gut, das muss ich dann irgendwann einmal entscheiden. Jetzt ist der Punkt da, wo er geschlachtet werden muss. So hätte ich entscheiden müssen, oder so habe ich eigentlich entschieden, er muss eingeschläfert werden. Ja. Ist einfach so. Und das lässt mich, wie gesagt, nicht kalt. Solange die Viecher hier bei mir auf dem Hof sind und solange ich sie versorge, gehören die zu der Familie dazu. Das ist mir egal, was da andere sagen. Und da braucht mir auch keine Wirtschaftlichkeit oder sonst was kommen. Das ist mir einfach schlichtweg egal. Scheiß egal, um nicht zu sagen. Solange das Vieh hier auf dem Hof ist und ich das ganz normal versorge, dann wird das Tier umsorgt. Dann wird es behandelt wie der Hühner eine Katz oder wie die Hund. Es ist einfach so. Und dann behandle ich dieses Schwein nicht wie ein Schwein in einem Großbetrieb, wo es halt einfach nur ein Schwein ist und wenn es krank ist, naja, hoffentlich verreckt es bald oder ja, ganz schnell weg damit. Sondern in dem Fall habe ich natürlich schon vorgehabt, dass er wieder gesund wird. Hat nicht funktioniert und in dem Fall, wie gesagt, das war ja eigentlich nicht geplant, dass er jetzt stirbt. Er hätte noch länger leben dürfen. Ich habe ja gesagt, erst wenn er mal ein passender Sau da ist, dann soll er auch irgendwann einmal weg. Ja, es kam jetzt alles, wie gesagt, ein bisschen unerwartet. Naja. Ist so. Auf jeden Fall euch recht herzlichen Dank für die Anteilnahme. Für die ganzen Genesungsglückwünsche halt oder Genesungswünsche. Wie gesagt, ich wollte euch auf dem Laufenden halten an dieser Stelle. Es hat leider nichts gebracht. Aber Kopf hoch. Wir können es nicht ändern.
ich muss jetzt wirklich dann gucken, ich muss jetzt nach vorne gucken, muss schauen, dass ich jetzt eine passende Sau herkriege, weil an kastrierten Eber jetzt zu meinem unten dazusetzen, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Mit einem Ferkel würde er anfangen, zu meinem anderen dazu, keine Ahnung, ist mit Sicherheit auch keine gute Idee. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, dass ich eine passende Sau finde. Das andere bleibt mir dann übrig und dann schauen wir mal. Ja Leute, jetzt haben wir mittlerweile Donnerstag und ich habe heute Morgen bei der Tierkörperverwertung angerufen. Ja, morgen am Freitag wird er abgeholt, irgendwann im Laufe des Vormittags vermutlich. Und ja, dann schauen wir weiter. Na gut, dann ist das quasi erledigt. Ja, wegen einer Sau habe ich mich jetzt ein wenig umgehört. Ich könnte jetzt eine Sau haben, die ist eventuell tragend, 5 Jahre alt, soll aber circa 450 Euro kosten. Ich muss mal gucken, also ich weiß noch nicht wie, aber irgendwas wird sich schon finden. Ja, das war es auf alle Fälle dann für dieses Video. Dann ist das jetzt vorbei, dann ist hier zu Ende. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Servus.